Meine Gute, schon wieder Explosionen. Gerade als ich dachte, wir kommen sicher in die Dinge zurück. Boom, nicht sicher. Da, Sir, ein Maulwurf und er klaut Flugzeugteile. Natürlich tut er das, Maurice. Was sonst sollte er auch tun? Maulwürfe haben ein sehr langweiliges Leben. Aber brauchen wir diese Teile nicht, um nach New York zurückzufliegen? Ein guter Einwand. Und ich habe eine gute Idee. Schnell, Mann, du wirst die Maulwürfe daran hindern, unsere Flugzeugteile zu stehlen. Ich heiße Melman. Okay, schnell, Mann, dann mal los. Bevor du die Maulwürfe mit Kopfnüssen in die Nächte rauchen. Bevor sie die Teile entkommen. Maulwürfe klappt eine Kopfnuss nicht. Setze deinen Kreiselangriff ein, um sie loszuwerden. Wirkungslos! Jetzt wird es richtig vertrackter. Bei manchen Maulwürfen wirkt nur der Kreiselangriff und bei anderen nur eine Kopfnuss. Der Irrsinn mag beginnen. Wirkungslos! 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 Oh, Gloria, zum Glück bist du da. Das riecht nach einem Gefallen. Es ist das Gepäck. König Julian neigt zu Übergepäck. Zeug, das er nicht einmal braucht. Wie etwa Heu. Und jetzt bekomme ich die Koffer nicht zu. Kein Problem. Ich weiß, was zu tun ist. Mit meinem Po-Klatscher kriege ich die Dinger sicher zu. Vielen, vielen Dank, Miss Gloria. Dein Hintern rattet mein wertvolles Heu. Nun muss ich die Koffer noch in das Flugzeug laden. Zum Glück kenne ich den perfekten Mann für den Job. Er meint mich, Mart. Stimmt, ich meinte Marty. Mart, ich weiß nicht genau, wieso du überhaupt noch da stehst. Mr. Marty, wieso fangst du nicht an, mit deinem Hammeltritt das Gepäck einzuladen? Runde 1. Oh.
Runde 2. Ein bisschen anders, siehst du? Mir, dass niemand die Bollen und Hufspuren auf den Koffern bemerkt. Gut, Marty. Ich mache mich jetzt auf nach oben. Komm nach, wenn du fertig bist. Okay, Mulmann, ich möchte, dass du jetzt dein unglaubliches Klettertalent unter Beweis stellst. Ich habe kein unglaubliches Klettertalent. Und mein Name ist Merman, nicht Müllmann. War es nicht Mulmann? Der diese ganze Kletter- und Sprungdinger drauf hat? Ich glaube, du meinst mich. Na, wen auch immer ich meine, einer muss auf diese Plattformen rauf und dabei helfen, die Seile zu sichern. Alex, binde einfach schnell die Seile zusammen. Ich sitze hier mit einem Typen fest, der glaubt, dass ich im Müll wühle. Dir wird das Balancieren gefallen. Es sei denn, du fallst runter. Bewege dich beim Balancieren nach links und rechts, während du gehst. Je schneller du gehst, umso schneller verlierst du das Gleichgewicht.
Du hast die Seile erreicht, die du verknoten musst. Jetzt wiederhole die Muster, um den Knoten zu binden. Die Muster, um den Knoten zu binden. Doch nicht, was ich gesagt habe. Wiederhole die Tastenmuster, verrückte Mieze. Schaut mich an! Ich bin der Knotenkönig! So ist es gut, Alex. Ein Knoten, auf den man stolz sein kann. Aber es warten noch mehr Knoten auf dich. Finde sie! Hast du schon beide Seilgruppen zusammengebunden? Du weißt, ich würde dir helfen, aber ich kann das nicht. Dass ich dich hier treffe. Ich habe diesem Seil gerade erzählt, dass du es zu einem unglaublichen Knoten zusammenbindest. Das Seil war nicht begeistert, aber mach's einfach trotzdem. Siehst du das? Siehst du diesen Knoten? Den kriegt so schnell keiner mehr auf. Ist ja auch von mir. Ah ja, ausgezeichnet verknotet. Jetzt sind alle Seile sicher. Schade, dass unser Freund Mulmann nicht hier ist, um deine Leistung zu bewundern. Wo ist er hin? Merman, ohne glatte Rollbahn schaffen wir nie einen glatten Start. Und wir haben nie eine glatte Rollbahn, wenn diese Nieten hochstehen. Du musst sie flachklopfen. Mir ist noch etwas schwindlig und übel von diesem Maulwurf-Erlebnis. Na, das wird dich wieder auf die Beine bringen. Du musst nur deinen Kopf benutzen. Oder deinen Kopf. Verstanden? Wieso wiederholst du das so? Das nennt man einen Hinweis, Einstein. Du musst deine Kopfnuss einsetzen. Drücke spezial bei einer Niete und du siehst, was ich meine. Ich warne, das nicht zu Hause zu versuchen.
Außer ihr seid eine Giraffe mit Kopfschlussfähigkeit. Ich habe die Rollbahn gerettet. Ohne Gehirnerschütterung. Das ist ein toller Tag, oder? Oh, Gott sei Dank bist du hier. Ich kann dir nicht sagen, wie wichtig es für uns ist, unser Zielsystem mit dieser Schlinge zu testen. So wichtig? Ja. Ich sagte, ich kann nicht sagen, wie wichtig. Wenn ihr Riesen nur mal zuhören würdet. Jedenfalls, bevor wir das Flugzeug starten, müssen wir unser Zielsystem überprüfen und dazu müssen wir morgen damit losschießen. Es ergibt keine andere, dem ich es zutraue, mit so hoher und gefährlicher Geschwindigkeit durch die Luft zu fliegen. Ja! Was für ein Triumph! Das war wirklich sehr befriedigend. Das könnte ich immer und immer wieder ansehen. Und wieder und wieder und wieder. Jetzt wird es ernst, Kameraden. Wir müssen diese Lianen in Position bringen. Wir sind bereit, das Flugzeug zu starten. Also, wir können Mord zwar wieder und wieder auf einen Baum schießen, aber irgendwann nutzt sich die Freude daran auch ab. Nur, wie spannen wir die Lianen bis ganz hinten? Dabei könnte ich euch helfen, vorausgesetzt ihr habt Peperoni. Haben wir. Ich lasse sie von meinem besten Werfer werfen. Ganz so gut wirft der allerdings auch nicht.
Gute Arbeit, Leute. Die Liane ist in Position, bereit zum Start. Es sieht ganz danach aus. Machen wir hier die Fliege. Ich nehme an, ihr wollt wissen, was als nächstes aus meinem Abenteuer würde. Wie gierig ihr seid. Ich weiß schon, dass es euch gefällt. Nun gut, so weit funktionierte mein Plan perfekt. Mr. Alex und die anderen Freaks waren an Bord. Und Maurice, einige Freunde und ich genossen die Königsklasse hinten im Flugzeug. Doch dann geschah das Unerwartete. Ich bin sicher, dass Mord etwas damit zu tun hatte. Stellt euch unsere Überraschung vor. Nun, ihre Überraschung. Es erschien wie der aufregendste Moment meines Lebens. Doch der Spaß hielt nicht an. Und schon bald setzten wir auf. Wirklich völlig sanft. Es war an der Zeit für noch mehr wahre Abenteuer. Ja! Yeah!